Likes, Likes, Likes. Wer geliked wird, wird geliebt. Ja, ja, schickt mir alle Likes. Was ist, wenn diese ganzen Likes alle nur gekauft sind? Warum Betrug? Natürlich ist es Betrug. Was denn sonst? Likes gegen Geld. Wie funktioniert das Like-Business? Was hab ich mir da eingeprunkt? Wir sind unterwegs nach Aschaffenburg, wollen dort jemanden treffen. Ich hoffe zumindest, dass wir sie treffen. Ich schreibe mir mit Juliane seit ein paar Wochen hin und her. Ich kenne sie nur von Instagram. Hier ist sie. Das ist sie. Und Juliane bekommt Geld für Likes. Sie ist eine Clickworkerin. Kein Bot, kein Algorithmus, sondern ein Mensch, der für ein paar Cent den Like-Button drückt. Sie hat zugestimmt, dass wir sie treffen dürfen. Mega gespannt, ob es klappt. Und bis es aber dazu kam, war es ein richtig langer Weg. Und den wollen wir euch zeigen, also von vorn. Einer der größten Anbieter in Deutschland für gekaufte Likes heißt Paid Likes. Hier kann man Geld verdienen, indem man Likes verteilt. Für Facebook, YouTube und Instagram. 30.000 sind hier registriert und sie liken, was das Zeug hält. Genau hier beginnt unsere Suche nach den Menschen hinter den Likes. Auf Facebook stellen wir eine Falle auf. Und zwar baue ich jetzt eine Seite. Auf dieser Seite ist im Prinzip nichts drauf. Ich habe mir jetzt irgendwie so einen blöden Namen ausgedacht. Linie unterm Strich. Also nichts, wo man jetzt zufällig absichtlich draufklickt. Und diesen Link zu dieser Seite, die stelle ich jetzt rein bei dieser Firma hier, bei Paid Likes. Bei Paid Likes kann man auch gleich Likes kaufen. Und ich kaufe jetzt erstmal 50 Likes für 8 Euro. Wenn ich gesehen habe, wer da auf Gefällt mir geklickt hat, dann kann ich die Nachricht schreiben, hallo, ich bin Journalistin, können wir ein Interview machen. Und es dauert nur ein paar Minuten. Kommen. Ich bin schon einmal geliked worden. Hey, der zweite. Auch Marco mag meine Seite. In den nächsten Wochen schreibe ich jeden Clickworker an, der unsere Seite geliked hat. Ich frage sie, was klicken sie noch so an? Wie geht das? Und warum machen sie das? Über Wochen schreiben wir hin und her. 250 Clickworker, 250 Direktnachrichten. Viele Leute angeschrieben. Ein paar schreiben zurück. Hallo Svea Eckert. Danke für die Anfrage, aber ich will nicht mit Ihnen sprechen. Mache ich nicht, ist nicht mein Ding. Danke fürs Angebot. Sorry, habe ich kein Interesse dran. Aber weiterhin viel Erfolg. Das hat mich mir da eingeprunkt. Doch an anderer Stelle geht es weiter. Ich verabrede mich mit zwei Wissenschaftlern von der Ruhr-Uni Bochum. Ja, hi Dennis. Sie haben sich das Geschäftsmodell von Paid Likes genauer angeschaut. Und zwar haben die eine Liste mit allen Facebook-Seiten, Instagram-Seiten und YouTube-Seiten, für die in den letzten Jahren geliked wurde. Von einem großen, also von Paid Likes, von einem großen Likes-Verkäufer. Haben die alle, ich glaube es sind 90.000 Seiten, für die Likes gekauft wurden. Wie sind sie an die Liste gekommen? Philipp hat halt sich bei Paid Likes angemeldet. Als Clickworker. Als Clickworker tatsächlich und hat dann herausgefunden, dass man die einzelnen Kampagnen, die Paid Likes im Prinzip bewirbt, über eine simple ID halt erreichen kann. Wie so eine Nummer. Also die werden einfach nummeriert, die Kampagnen. Und jede neue Kampagne kriegt halt eine neue, höhere Nummer. Und wenn man weiß, wo diese Nummern anfangen, nämlich bei 1 und wo sie aufhören, dann kann man einfach diese IDs alle abrufen und sich angucken, welche Kampagnen da dahinter stehen. Also wo stehen jetzt die Nummern? Weil ich sehe hier jetzt nur irgendwie Kingside Vodka. Also ich als Clickworker, ich will natürlich auf die Kampagne hier, zum Beispiel hier für Kingside Vodka klicken. Und dieser Link, der eben jetzt zu Kingside Vodka führt, der hat ganz am Ende eben eine Nummer. Und so einen Link gibt es für jede Kampagne mit so einer Nummer am Ende. Die beiden erklären mir, diese Nummer kann man im Link einfach wieder ändern und so jede einzelne Like-Kampagne der letzten Jahre anschauen.
Nimmt man zum Beispiel die Nummer 67433, landet man auf der Facebook-Fanseite von Bibis Beauty Palace. Aber wenn die Nummer so in der Vergangenheit liegt, warum funktioniert noch diese Verlinkung? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist halt der Fehler, den Paid Likes gemacht hat in dem Fall, dass sie einfach diese alten Links von vor 5, 6 Jahren, die funktionieren alle noch. Hat Kingside Wodka Likes gekauft? Wir haben nachgefragt, keine Antwort. Bibis Management meldet sich, sie hat mit absoluter Sicherheit nichts gekauft. Es sind fast 90.000 Namen auf der Liste. Gefühlt steht einfach jeder drauf, von der Single-Börse bis zum Influencer. Egal ob Versand, Geld verdienen, Produkte, Fitness, Fashion-Blogger oder Do-It-Yourself. Für sie alle wurde gegen Geld geliked. Wir schreiben mehr als 70 Anfragen. Viele sagen gar nichts, antworten ausweichend oder drohen uns mit dem Anwalt. Und hier auch die großen YouTuber sind auch drauf. Also wir haben LeFloid steht hier drauf, Gronkh steht hier drauf. Die haben im Prinzip alle von geklickten Likes profitiert. Ne, das sagt diese Liste. Mehr sagt die nicht. Die sagt nicht, haben die gekauft, weiß man nicht. Kann auch ein Fan gewesen sein. Aber es haben Clickworker dafür geklickt. Natürlich fragen wir auch bei LeFloid und Gronkh nach. Sie sagen, sie würden niemals Likes kaufen. Und sie können es sich nicht erklären. Besonders heikel, es finden sich auch Politiker auf der Liste. Fast jede Partei taucht hier auf. Viele, viele kleine Regionalverbände und Lokalpolitiker haben den Fake-Applaus bekommen. Die meisten geben vor, nichts davon zu wissen. Eine gibt es offen zu. Tanja Kühne von der FDP. Auf nach Walsrode. Unseren Home-Turf haben wir hinter uns gelassen. Wir sind gerade durch den Elbtunnel durchgefahren. Hier in Niedersachsen, in Walsrode, lebt die FDP-Politikerin. Sie ist die Einzige, die gekauft hat und bereit ist, darüber zu sprechen. Es sei ein Experiment gewesen nach der Landtagswahl 2017. Dann hat mir eine Bekannte erzählt, sie hätte das ganz einfach gemacht. Sie hat für eine Aktionsseite neulich eben erst 10.000 Fans dazu gekauft, um ihre Reichweite zu vergrößern. Und dann habe ich gedacht, na ja, dann probiere ich das im Grunde genommen auch aus. Die Politikerin kauft damals ein paar hundert Likes für 80 Euro. Und die Daumen gehen nach oben. Wenn man sich jetzt sozusagen diese Likes kauft, würden Sie sagen, das ist Betrug? Ich würde nicht sagen, das ist Betrug. Also es ist ein Mittel der Kommunikation. Und es ist ein Mittel, das in der Gesellschaft als Kommunikation als richtig gilt. Diejenigen, die dann auf dieser Seite sind oder meinen, weil jemand 1.000 Likes hat, müsse er der 1.001. sein sozusagen. Da ist das Thema Medienkompetenz wirklich gefragt, sich wirklich zu überlegen, kann das denn überhaupt sein? Also ist sozusagen kein Betrug, wenn man Likes kauft. Nochmal, also warum Betrug? Betrug kann es ja nur sein, wenn wir als Gesellschaft sagen, dass das Maß oder der Maßstab für uns ist für Beliebtheit. Okay, also Likes kaufen ist kein Betrug, Freunde. Das habe ich jetzt gelernt. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich komme irgendwie gar nicht drüber hinweg. Auch dieses, der Medienkompetenz. Da muss man jetzt lernen. Da ist man eigentlich selber schuld, so als Zuschauer, als Internetnutzer. Tanja Kühne sagt noch, sie würde nie wieder Likes kaufen. Auch wenn sie findet, dass in den sozialen Medien doch ohnehin vieles Fake sei. Hier steht einer dazu, der viel Arbeit in den Aufbau von Online-Profilen steckt. Simon Kaiser hat eine Agentur, er produziert YouTube-Videos für Markenkanäle. Am Ende
finde ich die Aussage echt hart zu sagen, dass das alles Fake ist, weil es Leute gibt, die sich halt mit sehr viel Mühe und sehr viel Liebe Profile aufbauen, die einen echten Mehrwert bieten. Und dann kommt irgendwie ein Politiker und sagt halt, ja, ist doch eh alles Fake. Ich bin jetzt hier irgendwie in den neuen Medien nicht so ganz zu Hause, aber es ist doch alles irgendwie nicht echt. Ich kaufe mir jetzt mit meinen Likes zusammen. Natürlich ist es Betrug. Also was denn sonst? Und letztendlich lassen wir uns ja immer davon beeinflussen, wenn wir jemanden sehen, der beliebt ist, dann finden wir den ja auch toller, als wenn wir jemanden sehen, der nicht beliebt ist. Beliebte Seiten werden uns öfter und prominenter angezeigt oder vorgeschlagen. So funktioniert der Algorithmus. Die Unternehmen selbst sagen, sie würden versuchen, bezahlte Likes zu verhindern. Trotzdem geht das Geschäft weiter. Die Analyse der Paid-Likes-Daten zeigt, wurden 2012 noch viele Likes vor allem für Facebook-Fanpages gekauft, verschiebt sich das Geschäft mit den falschen Fans heute zu Instagram und YouTube. Auf diesen Plattformen wird mit Likes und Abos viel Geld verdient. Firmen bezahlen für Kanäle mit vielen Abonnenten, wenn dort ihre Produkte gezeigt werden. So wie vermutlich auch bei diesem Bastel- und Do-It-Yourself-Kanal von Linda Loves. Mehr als 30 Mal wurden Klicks und Views gekauft. Also für Instagram wurden Likes gekauft, für die Webseite wurden Likes gekauft, für YouTube und für Facebook. 13.8.18, da geht es eigentlich los und dann ist es eigentlich für fast jedes Video. Und das Interessante ist, dass ein Teil von diesen Videos sind halt wirklich Kooperationen mit großen Marken auch. Ich kenne sie nicht persönlich, ich habe nichts gegen sie, aber es ist definitiv nicht okay, wenn das mit die Kooperation haben wir auch gemacht. Nur halt okay. Oh Mann, Alter. Na gut, ja. Sorry, aber bei aller Liebe, ne? Also, never ever gewinnt die 7000 Abonnenten mit den Videos, die sie macht. Ich mache auch gar nicht die Aufrufe dafür. Also, hä? Wer tatsächlich für Linda Loves gekauft hat, wissen wir nicht. Auf unsere Fragen keine Antwort. Likes, Views, Abonnenten, falsche Liebe? Oder sogar Betrug. Was sagt Paid Likes dazu? Das Unternehmen sitzt in Magdeburg. Der Geschäftsführer will uns anrufen. Oh, jetzt ruft er an. Okay. Svea Eckert. Er spricht mit uns unter einer Bedingung. Nichts von unserem Telefonat darf öffentlich werden. Einen Tag später schreibt er uns. Betrug ist ein strafrechtlicher Tatbestand und einen solchen Vorwurf können wir nicht nachvollziehen. Jeder würde am Ende zwar gegen Geld, aber immerhin freiwillig auf Like klicken. Also alles kein Problem. Ob jetzt 10.000 oder 100.000 andere Leute das gut finden, das ist eine Information, die brauche ich nicht mehr. Ja? Weil jeder kann sich was kaufen, das ist super einfach. Ich habe überhaupt keine Chance, das zu erkennen. Ich fühle mich total verarscht. Was denken eigentlich diejenigen darüber, die sich falsche Fans und Follower kaufen? Darüber spricht niemand wirklich gerne. Okay, ich danke dir sehr. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. So, jetzt haben wir eine Zusage. Wir fahren morgen nach Aschaffenburg und drehen mit Mona Brunczuk. Das ist eine Moderatorin, aufstrebend. Und die hat eben auch ein paar tausend Abonnenten gekauft. Sie sagt, das sei vor vielen Jahren gewesen. Aber auch unter einigen Fotos von heute wurde gegen Geld geliked. Das sieht dann so aus, also das ist ihr Profil. Wurden also auf ganz, ganz viele von diesen Postings wurden Likes gekauft. Und jetzt bin ich mal echt gespannt, warum, ne? Also warum braucht man das? Von den aktuellen Kauflikes für ihre Fotos ist sie überrascht. Sagt uns, sie wisse nichts davon, eine Agentur habe sich um ihren Account gekümmert. Nur einmal habe sie selbst gekauft. Ich glaube, 2015 war, glaube ich, das erste Foto. Und da kann ich auch ganz ehrlich darüber sprechen, da habe ich mir 2000 Follower gekauft. Mhm. Weil ich wollte es halt ein bisschen pushen. Ne? Und, warum wolltest du es pushen? Ja, weil man halt nach außen, man hat ja mal so diese Repressen. Es ist ja so, dass Jobs oder auch Kooperationen, da wird ja leider nicht nach Mensch entschieden. Es wird ja entschieden, wie viele Follower hast du. Krass, ja. Es ist wirklich so. Und ich glaube, also
Es haben schon ganz, ganz viele gemacht. Aber wie läuft's denn? Also du sagst, sie wollen dich nicht als Mensch, also das heißt, die gucken auf so Metriken, ja, also auf Zahlen. Ja, viele, ja. viele. Also ich möchte jetzt dann auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist schon in dem Business so, dass man leider dadurch bewertet wird. Das Gespräch mit uns fällt ihr schwer, aber sie will ehrlich sein. Was jetzt tun mit den bezahlten Fans? Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass es, die sind ja jetzt da. Mhm. Ich weiß ja jetzt gar nicht, wen ich jetzt lösche oder da kann mir auch gar kein, es ist ja ein Like, ist ja ein Like. Ich könnte jetzt jemanden, glaube ich, blockieren, dann wäre es dann wär's weg. Aber ich finde es nicht schlimm. Auch wenn das sozusagen Leute sind, die dich nicht echt liken, also, sondern die 2 Cent gekriegt haben. Ist doch toll. Ich meine, es ist auch immer, der hat 2 Cent verdient. Toll. Ist doch super. Dankeschön. Ich habe damit kein Problem. Eine Win-Win-Situation also? Unsere Reise geht zu Ende. Von Mona fahren wir nur 20 Kilometer weiter. Dort lebt Juliane, die Clickworkerin, von der wir euch ganz am Anfang erzählt haben. Sie ist Industriekauffrau und verdient sich mit ihren Likes etwas dazu. Die macht es seit 2017. So eine Art, so ein, naja, also Nebenjob ist zu viel gesagt, aber kriegt sich immer ein paar Euro zusammen, das hat sie mir geschrieben. Und ich bin sehr gespannt, was sie dazu sagt und auch, ob sie Mona Borutschuk kennt. Weil sie hat da 5 Fotos von ihr geliked. Da ist sie. Sie kommt direkt vom Job. Vor 2 Jahren, erzählt sie, hat sie nach einer Möglichkeit gesucht, ihren Verdienst ein bisschen aufzubessern. Und wie bist du drauf gekommen? Über Google. Ich habe einfach bei Google eingegeben, ich weiß gar nicht mehr, Geld verdienen mit Likes oder irgendwie sowas. Und ja, dann bin ich auf Paid Likes gekommen, war auch direkt die erste Seite, die angeboten worden ist. Und dann habe ich das ausprobiert. Juliane klickt für Facebook, für Instagram und YouTube. Und hat auch Mona Borutschuk ihr Like gegeben. Kennst du diese Frau? Ja, natürlich. Wer kennt sie nicht? Aus dem Internet halt, ne? Ja. Ja, kenne ich definitiv. Also, ich... Du hast sie ja geliked. Genau. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, geil. Da bist du. Ich gucke mir dann aber nicht das ganze Profil an. Also es ist schon so, dass ich wirklich das auch dann klick und jetzt nicht erstmal das ganze Profil stalk, wer oder was ist das eigentlich. Was likest du noch so? Was fällt dir auf, wenn du für Paid Likes unterwegs bist? Es sind ganz viele verschiedene Menschen, Seiten, Unternehmen, Dienstleister. Also es ist wirklich alles dabei. Musiker, Künstler, auch wirklich skurrile Personen. Skurrile Seiten auch manchmal. Also ich like auch nicht alles, wenn ich den Eindruck habe, es ist nicht so das, was ich liken möchte. Man sieht es ja auch. Dann like ich es nicht. Also wie viel kann man damit verdienen? Geht ja um Taschengeld. Wie viel ist das so? Also so viel ist es nicht. Ich habe jetzt 350 Euro insgesamt auszahlen lassen, aber ich habe vorhin schon mal überlegt, ich bin nicht sicher, ich glaube seit 2017. Ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht jeden Tag und nicht 5-mal, sondern ich mache auch mal 3 Tage gar nicht. Ist das für dich so ein Sparbüchschen, oder? Genau. Genau, ich bezahle da Zusatzfutter von fürs Pferd. Und das kommt so alle 8-9 Wochen, muss ich das bestellen. Und dann gucke ich einfach, was ich bis dahin zusammen habe. Und dann kann ich meistens so gute Hälfte davon bezahlen. Und so unglamourös sieht es dann aus. Seite für Seite wird abgeklickt. Sonnenuntergang auf der Fraueninsel im Chiemsee. Okay. Nur eine dumme Frage habe ich noch. Aber das ist ja dann gar keine, ich sag mal, echte Liebe, oder? Nee, ich glaube nicht. Weil du bist ja jetzt gar kein echter Fan von Mona zum Beispiel. Das stimmt, nicht irgendwie auch ein bisschen. Aber ich folge ja auch ihr nicht speziell, sondern ich like nur spezielle Beiträge. Mhm. Aber klar ist es, glaube ich, andersrum genauso, dass da auch schon ja, das Geld so ein bisschen im Vordergrund steht. Ne? Ich würde jetzt, glaube ich, ihre Beiträge nicht liken, wenn ich nicht das bei Paid Likes sehen würde. So läuft es, das Like-Business. Hinter der Fassade von Insta, YouTube und Facebook sieht es trist aus
Betrogen ist der, der den Zahlen vertraut. Wir haben Politiker getroffen, wir haben Influencer gesehen und vor allem haben wir die getroffen, die mehr Aufmerksamkeit wollen, als sie sonst eigentlich kriegen würden. Die haben ihr Profil gepimpt, die haben das gemacht, um politische Botschaften unter die Leute zu kriegen. Und die meisten, mit denen wir gesprochen haben, die haben zu uns gesagt, das ist doch kein Betrug, so läuft eben das Geschäft. Ich finde es ehrlich gesagt nicht okay. Aber wie findet ihr es? Schreibt es uns in die Kommentare da unten rein. Wenn ihr noch mehr STRG F gucken wollt, dann könnt ihr das machen. Hier.